Das ist Schütze TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it! Van Vinti telefoniert. Ich überlege nicht zweimal. Ich packe meine zwei Sachen und ich komme. Heute Morgen, kurz nach der 10. Der Patrick Bengondo ist zurück auf der Schützenwiese. Der Publikumsliebling von der glorreichen Cup-Spiel vor 6 Jahren will es noch mal wissen. I've been waiting for a real possibility that I may meet you in my dreams. I go to sleep if I don't. Bei Winter zu Leute kennen mich und Leute haben mich gern. Und das gefällt mir wirklich, weil da ich kann spielen und ich kann Freude haben und ich kann helfen, weil sie wissen, dass ich gebe alles, wann ich bin auf dem Platz. Wir in meinem Leben außer dem Platz, dann sie wissen, ich bin einfach Bengondo. Dieser Mann, das laufe wie eine, ja, eine Fee, eine Dumm, ist egal, wann ich brauche ein Resultat. Ich gehe weiter, ja. Nach seiner Zeit bei Aarau war der Bengondo seit dem letzten Sommer ohne Vertrag. Ich war in Tessin, ich war verletzt wegen einer Operation im Knie. Und dann ich habe meine Therapie da im Tessin gemacht und ich habe auch Training da im Tessin gemacht, am Anfang mit meinem Physio, weil er hat ein Gangsprogramm bekommen von Arzt. Und nachher ich habe ein bisschen mit Locarno, ein bisschen mit Biaschesi und ein paar Mannschaften da in Tessin. Manchmal war auch mit einem nicht so guten Niveau, aber wichtig war zu trainieren mit anderen Leuten, weil wenn du trainierst allein, ist nicht gleich wie mit der Mannschaft. Im Training von heute hat er auch gerade noch den zweiten Neuzugang getestet. Auch der Sascha Studer spielt neu für den FC Winterthur. Weil er noch nur 21 Spieler ist, hat er können mitten in der Saison auf die Schützenwiese wechseln. Übrigens, erst vor gut 3 Monaten hat er hier schon mal gespielt, für den FC Aarau. Beim Goal von Ben Katana, aber hat er nichts machen. Sascha, du hast etwas, was die anderen hier noch nicht haben. Du hast schon mal auf der Schütze gewonnen in dieser Meisterschaftsrunde. Wie magst du dich noch erinnern an das Spiel? Ja, es war das erste Spiel, es war sicher ein wichtiges Spiel. Wir wollten eine gute Saison starten, es ist nachher das letzte Eng geworden. Wir haben 2-0 geführt, haben eigentlich gut gespielt in der Halbzeit. Und nachher ist es, wie gesagt, das letzte Eng geworden. Und ja, wir sind froh gewesen und natürlich ist es dann auch gut weitergegangen. Allerdings nicht für ihn. Er hat seinen Platz im Goal verloren. Bereits am nächsten Samstag wird er aber für den FC Winterthur spielen. Der Christian Leite ist gesperrt. Ja, natürlich entscheidet schon immer der Trainer, wer dann spielt. Ich hoffe, dass ich spiele. Wird natürlich mein Bestes geben. Ich bin hierher gekommen, um der Mannschaft zu helfen, zum Spielen. Natürlich hoffe ich, dass ich dann auch weiter kann und sonst auf einen fairen Konkurrenzkampf. Zurück zum Patrick Bengondo. Er hat das heutige Training sichtlich genossen. Ich habe schon gewusst, dass Winterthur eine sehr gute Mannschaft hat. Technik ist ein gutes Niveau. Ich habe noch Eiter gesehen im Training. Und ich muss einfach ein bisschen Gas geben, für, ja, wie die anderen Spieler zu sein. Aber wir brauchen nicht viel. Ja.
War super. War einfach super. Dieses Gefühl ist nicht, du kannst nicht überall dieses Gefühl haben. Nur da, wenn du bist heim, du bist zu Hause mit alles diese Leute, die du kennst. Und diese Leute, du kannst spüren, dass sie wollen dir. Und du hast einen Vertrag, bis wann? Vertrag, weißt du, bei Winterthur, ich kann nicht sagen, nein, Vertrag bei mir ist einfach, Vertrag bei Winterthur ist in der Herz, ist nicht ein Vertrag, ist ein Papier, ist einfach ein, ja, bei Winterthur, mein Vertrag ist immer, ja. Vorläufig geht der ewige Vertrag bis zur Winterpause und dann einmal schauen.